So, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda, Folge 9. Ich muss endlich mal lernen, die Folgen kürzer zu machen. Wir haben mit Cash geredet, eine nette weibliche Koganerin. Wir sind bei einer Kolonialverwaltung. Hier ist, wer ist hier? Niemand. Oh, Asari. Jetzt haben sie es ja auch wieder geöffnet. Informationstafel. Da muss ich hin. Solange die Energiekopplung nicht abgeschlossen ist, werden alle unkritischen Reparaturanfragen zurückgestellt. Hallo, ich bin Gian Garson, Gründerin der Initiative. Durch Ihre harte Arbeit ist die Vision der Nexus zum Leben erwacht. Sie und alle Ihre Kollegen sind das Band, das unsere neuen Kolonien voller Stolz miteinander verbindet. Sehen Sie sich Ihre Errungenschaften an. Und falls Sie Fragen haben, steht Ihnen meine Tür immer offen. Gründerin Garsons Büro befindet sich hier. Arbeitsplatz nicht zugeordnet. Wählen Sie bitte ein Thema. Personalverzeichnis. Lebensfähigkeitsstatus. Auswahlprozess. Sie sind Scott Ryder, Gehaltsklasse 19b, aktiver Pathfinder. Ihr Vorgesetzter ist Direktor Ten. Auf Basis des aktuellen Personalbedarfs haben Sie Anspruch auf bezahlten Urlaub in 587 Tagen. Ernsthaft? Planen Sie doch jetzt schon, in welcher wunderschönen Kolonie Sie Ihren Urlaub verbringen werden, während Sie warten. In 500 Tagen gibt's Urlaub, na super. Zur Strategie der Initiative und zur Koordination der Pathfinder wenden Sie sich bitte an Direktor Jaren Ten. Bei Fragen zur Kolonialverwaltung oder dem Status von Außenposten wenden Sie sich bitte an Direktor Foster Edison. Bei Fragen zur Wartung der Station wenden Sie sich bitte an Stationsleiterin Nakmore Cash. Bei Fragen zu Milizoperationen oder Apex-Einsätzen wenden Sie sich bitte an Tyrion Kandros. Die Integration des Personals von der Hyperion wird fortgesetzt, ist im Moment aber noch auf die Kommandozentrale beschränkt. Lebensfähige Planeten, die eine Besiedlung zulassen, sind der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Die Lebensfähigkeit einer Welt wird von verschiedenen Faktoren bestimmt, darunter Temperatur, Ressourcen, Bedrohungsstufen, politische Stabilität und so weiter. Wir haben derzeit nur wenige lebensfähige Planeten in unserer Reichweite. Die Ressourcenversorgung gilt als gefährdet. Also fassen wir nochmal zusammen aus der letzten Folge. Es ist alles scheiße. Die Andromeda-Initiative hat im Zuge des Auswahlprozesses tausende potenziell bewohnbare Planeten in der gesamten Galaxie analysiert. Nach der Entdeckung einer ungewöhnlich großen Anzahl möglicher Kandidaten oder goldener Welten wurde der Helios-Cluster als unser Ziel ausgewählt. Auch aus der Entfernung verrät die Analyse des Lichts von Sternen viel über die Zusammensetzung und Atmosphäre ihrer Planeten. 7 Welten, genannt Habitate, verfügen über die lebenserhaltende Umwelt und Ressourcen, die wir für einen Neuanfang in Andromeda benötigen. Okay, ja, danke. Die Crew der Tempest wird aufgefordert, sich umgehend im Dockbereich zu melden. Die Crew der Tempest? Aber wir machen ja noch unseren Rundgang. Du hast die Konsolen hier unten doch schon gecheckt, oder? Ich glaube, du hast vergessen, sie zu bestätigen, als du die Formulare ausgefüllt hast. Sie sind nicht aufgeführt. Nein, kein Problem. Wenn du sagst, du hast sie repariert, dann hast du sie auch repariert. Ich mache einfach einen Haken für dich dran. Okay, versuch mal die Bereiche 23b bis 54c im dritten Quadranten hochzufahren. Es hat funktioniert? Sehr gut. Dann mache ich jetzt mit dem nächsten Bereich weiter. Irgendwann kriegen wir das Ding schon zum Laufen. Das ist ganz cool. Leah, weißt du noch, wie ich sagte, ich würde mal einen Blick hinter diese Abdeckung werfen? Ich hätte vielleicht auf dich hören und es sein lassen sollen. Nein, mir geht's gut. Ich habe mir nur den Kopf gestoßen. Und wehe, du lachst. Mit wem quatscht denn der da? Der Energieverbrauch der Hyperion beträgt jetzt 100%. Okay, was gibt es hier Schönes? Alle noch was soll ich denn jetzt machen? Neuer Ort entdeckt. Ah, das ist Liam. Die Crew der Tempest, es ist ein Albtraum. Marietta.
Es ist nicht richtig. Es ist einfach nicht fair. Was ist los? Du meine Güte, sie sind... Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht könnten sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Mein Mann, er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Was genau legt man ihm zur Last? Nun ja, für einen einfachen Diebstahl wird man nicht verbannt. Obwohl, von diesem Haufen vielleicht schon. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie... Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nirken Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Natürlich. Selbstverständlich. Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Bitte, sagen Sie Nirken, dass ich ihn liebe. Cool, wir sind mit dem Nexus. Ach ja, das erinnert mich sofort an Mass Effect. Diese sicherlich gibt es das auch in jedem anderen Universum, aber gerade wenn man dann diesen... in Anführungsstrichen die schändliche Tat von BioWare im Hinterkopf hat mit Dragon Age Inquisition, da gab sowas überhaupt nicht. Überhaupt nicht, solche kleinen Nebenaufgaben. Geh mal da hin und mein Mann und so und ist er Mörder oder nicht? Sau cool. Einsatzteams? Ach, hier ist der Kandros. Können wir mal fragen, ob er mit Nareen verwandt ist? Das würde mich echt stark interessieren. Das wäre ein großer Zufall, weil ich nämlich auch gerade, glaube ich, zu dem Zeitpunkt Mass Effect 3 Omega-DLC gespielt haben. Ich kenne diesen Gesichtsausdruck. Die anderen haben sie vollgequatscht, stimmt's? So ähnlich. Daran gewöhnt man sich. Konzentrieren Sie sich einfach auf Ihren Job als Pathfinder. Gegen Resultate kann man nicht argumentieren. Auch wenn Sie es versuchen werden. Wie auch immer, willkommen im Hauptquartier der Miliz. Verzeihen Sie das Chaos. Dieses Büro ist für die Arbeit der Miliz, die Sicherheit der Nexus und die Suche nach der Turianischen Arche zuständig. Gibt's was Neues von der Turianischen Arche? Nur vereinzelte Daten. Einige weisen darauf hin, dass die Nathanus zerstört wurde. Andere, dass die Leute noch leben. Wer weiß. Wenn Sie irgendwas brauchen, kommen Sie zu mir. Auch wenn Sie nur Dampf ablassen wollen. Die Cat, genau. Das sind die geheimnisvollen Gegner. Wo gehen der Turianer ihre Aufgabe? Sie reden, als würden Sie nicht zur Führungsriege gehören. Weshalb kommandieren Sie dann die Miliz? Ich habe ein Schürfteam auf einem Mond begleitet, als diese Kette uns gefunden haben. Sie haben uns eingepfercht wie Vieh und wollten Experimente durchführen. Ich konnte mich losmachen, hab mir eine Waffe gegriffen und die anderen befreit. Als wir die Dreckskerle getötet hatten und zurückkehrten, um die Nexus zu warnen, haben mich alle behandelt, als hätte ich das Sagen. Das kommt mir bekannt vor. Daraus entwickelte sich dann die Miliz. Schon komisch. Sobald es kritisch wird, steigen alle möglichen Leute an die Spitze auf. Es ist hart da draußen. Ich brauche vielleicht Verstärkung, falls Sie Leute erübrigen können. Ich habe Einsatzteams, die auf Angriff und Exfiltration spezialisiert sind. Wenn sie Feuerkraft brauchen, sind meine Apex-Teams genau das Richtige. Eigentlich könnte ich sie autorisieren, sie selbst einzusetzen. Das würde die Reaktionszeit verkürzen. Danke. Sie finden unsere aktuellen Operationen auf dem Terminal. Sehen Sie selbst, ob etwas dabei ist, das einen Motivationsschub vertragen könnte, der wirklich zählt. Okay, das sind diese Missionsaufgaben, die man an Dragon Age Inquisition schon hatte und ähnlich den Kriegstisch von Warlords of Draenor von World of Warcraft. Da gab's das ja auch, also in der Garnison. Wie
Wie geht es den anderen Turianern? Geht so. Wir sitzen in einer Krise nur sehr ungern rum. In der Ausbildung heißt es immer, Dienst geht vor Ego. Wahrscheinlich sind deshalb so viele von uns bei der Miliz. Wir wollen uns den Status als Bürger verdienen. Egal, in welcher Galaxie wir gerade sind. Aber es fällt uns schwer, konzentriert zu arbeiten, solange unsere Arche vermisst wird. Warum sind Sie nach Andromeda gekommen? Ich hatte es satt, immer der Gute zu sein. Der Gute? Die Familie Kandros hat eine lange Militärtradition. Da gibt es Erwartungen. Sie wissen schon. Dann wurde meine Schwester Bildhauerin und meine Cousine Nyrene Piratin auf Omega. Ja, ja. Alle waren stolz darauf, dass ich beim Militär blieb. Aber ich fragte mich, und wann kommt mein Abenteuer? Gian Garsons Traum war großartig und mutig. Ich musste einfach ein Teil davon werden. Also doch. Das heißt, Nyrene, das ist richtig cool. Ich meine, wann spielt das? Es spielt zwischen Mass Effect 2 und 3. Das heißt, in Mass Effect 3 lernen wir Nyrene kennen, da stirbt sie ja auch. Aber ist sie vorher schon Piratin gewesen? Ich weiß es gar nicht. Sie war ja mit Arya zusammen. So viel wissen wir ja aus dem Omega-DLC. Meine Güte, das ist ja perfekt, weil ich ja auch gerade den Omega-DLC gespielt habe. Also Leute, falls ihr ne, sein Blut kennenlernen wollt, dann schaut euch den Omega-DLC an. Den habe ich erst vor kurzem gespielt. Da kommt Nyrene drin vor, Nyrene Kandros. Sehr, sehr cool. Ich habe mir das schon gedacht, ja, Kandros, hieß doch nicht Nyrene, ja, vielleicht. Schön. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Solche ganz kleinen Rückblicke in die Trilogie aus Mass Effect. Das ist echt cool. Was wissen Sie über die Feinde, auf die wir gestoßen sind? Die Cat. Wir treffen üblicherweise auf Welten mit diesen fremdartigen Gebäuden auf sie. Die Cat mögen es nicht, wenn man sie studiert. Den Grund dafür kennen wir nicht genau. Sie reden nicht mit uns. Immer wenn sie uns begegnen, kommt es zum Kampf. Oder sie nehmen Gefangene. Warum? Was wollen sie? Das weiß keiner. Aber ich habe ihre Waffen gesehen. Und was sie mit diesen Gefangenen machen. Ich will sie möglichst weit von der Nexus entfernt haben. Okay. Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. So, ich guck mal auf die schlaue Uhr, dass ich nicht schon mehr übertreibe. Ich denke mal, wir machen diese Folge mal ein bisschen kürzer und dann geht's in der nächsten Folge weiter von Let's Play Mass Effect 3 an Mass Effect 3. Let's Play Mass Effect Andromeda. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.